Angela Merkel bin ich nicht. Nein, Angela Merkel bist du nicht. Momentan hältst du den größten Schwanz der Welt in der Hand. Guido Westerwelle auch nicht? Nein, bist du auch nicht. So, der Dennis und ich, wir streiten uns gerade wegen der Schokoladenseite. Wegen der Schokoladenseite, ne? Normalerweise stehe ich immer links. Ja, aber heute möchte ich mal hüpfen. Heute stehe ich mal auf der Seite, ne? Das ist doch meine Schokoseite. Oder was meinst du? Ja. Ist das meine Schokoseite? Meine auch. Oder sehe ich immer gut aus? Ach, immer. Du siehst immer gut aus. Na, also. Er sieht immer gut aus. Er sieht immer gut aus. Er sieht immer gut aus. Und nicht mal bezahlt. Ja. DSDS, wie war es? DSDS war eine wundervolle Zeit, einfach mal die Erfahrung zu machen, hinter die Kulissen mal zu schauen, einfach die ganzen verrückten Leute kennenzulernen, aus ganz Deutschland werden sie ja zusammengesucht, alle auf einem Häufchen. War eine ganz tolle Erfahrung, auch fürs Leben, auch für die Schule und das Ganze fürs Nachhinein. Also war eine sehr, sehr schöne Zeit. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Und hast du Albträume von Dieter Bohlen? Nein, gar nicht. Weil ich meine, der Dieter, der macht ja eigentlich nur seinen Job. Und er muss halt ab und zu mal böse werden. Und ja, der guckt einfach, wie stark halt die Leute sind. Weil ich meine, wenn er jetzt irgendwie sagt, ja, du bist kein Sänger, du kannst nicht singen oder du hast einfach nichts drauf, dann testet er einfach die Persönlichkeit der Menschen. Weil ich meine, wenn man einfach in den Bereich gehen will, muss man einfach sehr selbstbewusst sein und auch selbstbewusst auftreten. Und es wird halt immer irgendwo auf der Welt da draußen Leute geben, die einen nicht mögen oder einfach nicht akzeptieren von der Art. Aber da muss man einfach drüber stehen. Und ich meine, ich wurde ja akzeptiert, ich bin ja weit gekommen und es hat mir ja Spaß gemacht. Geht's denn musikalisch jetzt auch bei dir weiter, oder? Ja, mal gucken, weil ich bin eigentlich nur Duschensänger. Also ich singe auch immer unter der Dusche. Ich singe immer nur unter der Dusche und habe mich dann zum Spaß beim Casting beworben, habe paar Erfahrungen gesammelt, paar Songs gesungen, die ich noch nie gehört habe. Und ja, mal gucken. Also ich wollte eigentlich mal anfangen, an meiner Stimme zu arbeiten und einfach mal zu gucken, was ich so aus mir rausholen kann. Weil das fand ich halt schade bei DSDS, dass sie halt nicht so richtig mit den Leuten gearbeitet haben. Und auch wirklich, weil ich meine, ich habe ja Talent, sonst hätte ich es ja nicht so weit geschafft. Und das muss man halt so ein bisschen verfeinern, ne? Und hätten sie einfach dran gearbeitet, hätten wir ja mal geschaut, wo ich jetzt... Hätten wir den nächsten Superstar hier. Ja, den nächsten Superstar. Ja, aber so eingebildet bin ich nicht. Nee. Ich meine, ich war auch mit der Einstellung, also ich habe, weißt du, ich habe nie daran gedacht irgendwie, dass ich Superstar werde oder weiterkomme. Also ich habe immer Runde für Runde gezittert. Also ich habe mir nie Gedanken gemacht, ob ich jetzt weiterkomme oder nicht, weil wozu soll man sich da jetzt unnötig irgendwie Druck machen und einfach Stress? Also braucht man nicht, weil man steht da unter so einem Stress, unter so einem Druck, das kann man sich als Zuschauer gar nicht vorstellen, was da so los ist. Heute sind wir auf einer Charity, ein bisschen weniger Stress und Druck. Ist dir sowas wichtig, sich für den guten Zweck einzusetzen? Natürlich, natürlich, deswegen bin ich ja hier und man lernt hier immer ganz nette, sympathische Leute kennen und dann kann man einfach gemeinsam was tun und deswegen sind wir alle auf einer Charity-Veranstaltung. Wir sind ja nicht alle umsonst hier, ne? Nö. Du bist ja auch nicht zum Spaß, nee, hier, oder? Nicht? Nicht, ne? Alles bitter ernst. Du machst nur deinen Job. Ich du machst nur deinen Job. Genau, und wir tun Gutes. Okay, danke schön. Genau, hat mich sehr gefreut. Mach's gut und schönen man Abend, sieht sich bestimmt irgendwann wieder, ne? Ja. Tschüss. Sebastian Wurt, Nico Schwan, seht ihr beim Partyprinz. Partyprinz. Partyprinz, juhu. Das ist meine Schokoladenseite. Meine Schokoladenseite.